Wer von euch die Bergretter liebt, kennt diesen Mann. Dort spielt er Tobias Herbrechter und im echten Leben heißt er Markus Brandl. Wie geht's dir und wo bist du? Servus Nico, ich bin in München in der Ausstattung des Münchner Volkstheaters, weil es hier das beste WLAN gibt, fast. Was machst du denn im Theater? Wir haben heute eine Nachmittagsvorstellung, das hatte ich nicht so ganz auf dem Schirm. Ich dachte, wir spielen abends. Wir spielen seit 2004 den Brandner Kasper und das ewige Leben. Und heute gibt's ein Kombi-Ticket, das heißt, die Leute bekommen doppelt Kultur. Die gehen erst in die Vorstellung und danach kriegen sie noch einen festen Platz und ein Drei-Gänge-Menü auf der Wiesn, auf dem Oktoberfest. Und nach ein, zwei Maß Bier trifft dann das Publikum auf den Schauspieler, man tauscht sich aus und im besten Falle singt und tanzt man gemeinsam. Ich werde aber heute die Wiesen schwänzen, weil ich morgen drehen muss und mir das zu gefährlich ist mit dem Bier und mit dem Coronavirus. Und wen spielst du? Ich spiele den Jäger Simmerl. Immer noch in der fast gleichen Konstellation. Ich hatte das Glück, dass ich in dieser Kult-Inszenierung von Brandner Kasper dabei bin. Und die läuft halt jetzt seit 18 Jahren. Und das ist ganz schön, weil man trifft die Kollegen immer wieder, tauscht sich aus und ab und zu auf die Bühne zu gehen, das ist auch ziemlich geil. Das klingt auf jeden Fall nach einer schönen Herausforderung. Wenn du nicht auf der Bühne bist, bist du ja nun mittlerweile wieder in den Bergen anzufinden. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil, sagen wir mal so, die Informationslage ist ein bisschen konfus. Hier und da steht, du bist mal da, es sind so Special-Auftritte, jetzt steht da, du bist wieder fest bei den Bergrettern dabei. Markus, wo liegt die Wahrheit? Also die Wahrheit liegt dahingehend, dass wir ein Bergretter-Special gedreht haben, das am 17.11. rauskommt. Und in diesem Special ist der Tobias auf jeden Fall dabei mit dem Sebastian zusammen. Das Special ist deswegen Special, weil es nicht in der Ramsau stattfindet, sondern weil der Tobias und der Markus, also Sebastian Ströbel und der Markus Brandl, einen Männerausflug, ein Männerwochenende in Osttirol am Fuße des Großglockners machen. Als wir das gedreht haben, das war schon vor einem Jahr im August, hat mich die Produktion gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, wieder ein bisschen mehr mitzumischen. Der Tobi ist ja nicht tot. Und dann habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Fühle mich sehr gewertschätzt durch die Produktion, durch den Sender. Die Kollegen wollten gerne, dass ich wiederkomme und ich habe auch ganz liebe Nachrichten von den Fans bekommen. Und ich freue mich sehr, dass ich wieder, wie sehr ich dabei sein werde, verrate ich jetzt noch nicht. Aber man hat ja gesehen, ich war auf jeden Fall in der Staffel 14, die wir jetzt gedreht haben, ist der Tobi auf jeden Fall dabei. Ja. Wenn man nicht so frei reden darf, ne? Das ist ja für Fans, soll es ja immer noch spannend und schön sein. Aber nach 10 Jahren hattest du damals, 2009 bis 2019, hast du gesagt, jetzt reicht es mir erstmal ein bisschen. Warum denn eigentlich? Was war das für ein Moment, als du gesagt hast, jetzt steige ich aus? Also ich bin dem Format ja unendlich dankbar und habe da so eine schöne Zeit verbracht, die 10 Jahre. Und dann nach dem 10. Jahr hat es mir gerade mal nicht so Spaß gemacht, die Figur hat sich nicht weiterentwickelt, dann lagen tatsächlich viele Angebote auf dem Tisch, die ich nicht annehmen konnte. Man ist ja da viel geblockt. Da habe ich eine neue Agentur bekommen, die hat gemeint, hey, du kannst nichts anderes drehen, wenn du das nicht jetzt mal abschließt und so. Und damit was Neues entstehen kann, musst du das Alte abschließen. Und dann habe ich diesen Schritt gewagt, genau. Und die Pause hat auch ganz gut getan. Und jetzt nochmal die Möglichkeit zu haben, mit dem Abstand, freut mich riesig. Und in den 2 Jahren, in denen du nicht da warst, konntest du denn von den Angeboten, die Vorlagen, einiges umsetzen? Oder war das temporär und lag dann gar nicht mehr da? Ich bin ausgestiegen, als Corona kam. Also, das war super, weil ich für die Familie da war. Meine Frau konnte arbeiten in der Zeit und ich konnte für die Kinder da sein. Aber auch total froh, dass ich da nicht wie die Kollegen 8 Wochen in Tirol festhing. Aber also ich hatte dann ein Theaterprojekt, was geplatzt ist, was wir jetzt noch gemacht haben im Frühjahr. Also es hat ein bisschen gedauert. Und so die Drehangebote, da war ja erstmal gar nichts. Ne? Das fühlt sich schon komisch an, wenn man plötzlich seinen Beruf nicht ausüben darf kann. Ich kann gut die Zeit verwerten, ich kann sehr gut die Zeit mit meiner Familie verbringen. Aber ich liebe den Job schon sehr und da hat mir das natürlich sehr gefehlt, wieder zu drehen. Jetzt, wo ich wieder einsteige, kommen auch die Angebote, aber das ist auch total okay. Ich bin total glücklich, jetzt da wieder in der Ramsau zu sein, mit den Kollegen wieder zusammen zu sein und
dass der Tobi wieder dabei sein darf. Ich habe gehört, du hast ein ganz großes Herz für Salsa. Warum? Wo hast du das gehört? Man darf doch seine Quellen nicht verraten. Also die Geschichte ist die, als ich auf der Schauspielschule in Bochum war, gab es meine Tanzlehrerin Anna Pocher. Und wenn wir Salsa getanzt haben oder Tango oder so, hat sie immer gesagt, Markus, das ist Rhythmus. 1, 2, 3, probier mal. Und das hat mich schon sehr geknickt. Und dann, wie es der Zufall will, war die erste oder eine der ersten Rollen, die mir angeboten wurden, einen Salsa-Lehrer zu spielen. Und dann war ich da ganz ehrgeizig und habe mich dann ins Zeug gehängt und habe die Rolle bekommen. Musste da sehr hart dafür trainieren. Es hat dann geklappt, aber ich tanze jetzt nicht mehr Salsa. Aber ich finde dieses südamerikanische Feeling schon ziemlich cool. Also ich stehe da drauf so. Wir waren mit dem Volkstheater mal mit dieser Inszenierung in Brasilien. Da gibt es ja diese Samba-Schulen. Also das war einer der geilsten Momente, die ich hier erlebt habe. Also das komplette, wir waren in so einer Samba-Schule und die fing da an zu trommeln, diese unglaublich schönen Körper. Jeder trinkt irgendwie Alkohol mit Zucker. Das war die absolute Freiheit. Ich habe die Kollegen alle uns noch nie so glücklich erlebt. Trotzdem hast du dich dem Salsa wieder abgewandt. Vielleicht greife ich das nochmal an. Meine Frau tanzt sehr, sehr gut. Ich komme mir da mal so ein bisschen doof vor. Also, weil der Mann muss ja führen. Und bei uns ist dann eher so, dass meine Frau so, sie lässt sich zwar schon führen, aber sie gibt mir dann immer so ein kleines Zeichen. Gehst du eigentlich gerne italienisch essen? Ja. Obwohl du ja früher ganz oft bei deinem italienischen Stiefvater im Restaurant mitgeholfen hast, habe ich mich gefragt, hat man dann irgendwann so die Schnauze voll oder ist das eine Liebe, die nur wächst? Also ich habe tatsächlich, ich glaube, 10 Jahre keine Pizza gegessen. Das hat mir nicht mehr geschmeckt. Ich wollte dann bayerisch essen gehen oder asiatisch essen gehen oder ganz langweilig essen. Also so ganz einfach nur Kartoffeln und Reis, aber dieses italienische Essen, das hing mir schon erstmal zum Halse raus. Tortellini mit Sahnesoße, die kriege ich bis heute schwer runter. Aber mittlerweile gehe ich sehr gerne wieder italienisch essen mit meiner Familie oder auch zu meinem Stiefvater. Und ich esse auch gerne Pizza und ich koche sogar eine Pizza manchmal selber. Und wenn du trinkst, gibt es dann Rum und Wodka? Ja, das habe ich auch hier gespielt am Volkstheater. Das waren bestimmt eine der geilsten Sachen, die ich je gemacht habe. Ein Familienvater, der sich 3 Tage lang so wegschüttet. Aber hast du mal Rum und Wodka probiert? Ich trinke nur Wodka, Cola, aber Rum und Wodka in einem. Ich glaube, wenn es ganz schnell gehen muss, ist das die richtige Mischung. Ja. Und das war damals ein Monolog, ne? Wie viele Minuten ging der? Das ging 2 Stunden. Das war bestimmt die schönste Arbeit, die ich mitgemacht habe hier im Theater. Es lief auch 10 Jahre. Genau, 2 Stunden von einem irischen Autor, Conor McPherson. Und da geht es um einen jungen Mann, der zu früh Vater geworden ist, einen stinklangweiligen Beruf hat und dann fängt er an zu saufen. Das sind so Storyteller-Stücke. Das heißt, das ist so geschrieben, als würde ein Typ in eine Kneipe gehen und seinem Gegenüber erzählen, was die letzten 3 Tage so passiert ist. Wir haben so ein bisschen einen Roadmovie draus gemacht. Mein bester Freund, der Florian Helmbold, der in Liverpool studiert hat, hat das inszeniert und sein Kumpel oder 2 seiner Kumpels, die mit ihm studiert haben, die dort Gitarre studiert haben, die haben das Ganze musikalisch begleitet und das war geil, weil ich konnte so richtig mal die Sau rauslassen. Am Anfang ist der sehr nett, der ist charmant und gibt ein Bier aus und am Ende läuft er ziemlich amok und flippt ziemlich aus, ist ein ziemlich gebrochener Typ. Und was geil war, dass man am Ende dann doch merkt, dass der Alkohol eine verdammt gefährliche Droge ist. Das wollten wir so ein bisschen zeigen, dass der zwar enthemmt und locker ist, aber der kann auch ganz schön gefährlich sein. So, ohne erhobenen Zeigefinger, sondern einfach nur einem Menschen dabei zuzusehen, wie er sich gerade zerstört, kann schon sehr erschrecken. Klingt nach einem sehr, sehr schönen Stück, aber ich denke dann immer so, 2 Stunden Text auswendig können. Was passiert, wenn man sich verrennt, wenn man plötzlich gar nicht weiter weiß? Also gibt es da eigentlich irgendwie eine Art Soufflöse, irgendeinen Rettungsanker, den du hast? Oder gehst du einfach nach links weg, tust so, als ob du kurz auf Toilette gehst und liest nochmal, wie es weitergeht? Nee, weißt du, was das Geile ist? Also erstmal haben wir das so immer nachts geprobt, nach den offiziellen Proben.
Und also über einen sehr langen Zeitraum, deswegen konnte der Text sich sehr setzen. Und ich bin ein Typ, der immer so ein bisschen aufgeregt ist, ein bisschen nervös ist. Am schlimmsten ist, wenn du nur einen Satz hast. Dann denkst du, wann kommt mein Satz? Im Kopf hinten schon, wie geht der Satz nochmal? Aber wenn du über 2 Stunden redest, dann bist du irgendwann im Fluss, die Energie fließt. Und ich meine, ich tanze da, hab da getanzt, die Bühne zerstört, mit den Leuten eingetrunken, rumgewütet. Und irgendwann wird der Körper so frei, dass der Text automatisch kommt. Also es ist wie Urlaub vom normalen Leben haben so. Und es gab, glaube ich, nie die Situation, dass ich einen Hänger hatte. Ein einziges Mal, am Anfang kippe ich da ein Pint, da stehen 7 Pints, standen da auf der Bühne. Das war die, also der Regisseur meinte, die müssen am Schluss leer sein. Und ich kipp den ersten ganz am Anfang. Und wir haben nicht 2 Stunden, sondern 2 Stunden 20 gespielt. Und ich gehe raus und sage, hey, das war halt richtig gut, aber wieso haben wir so lange gespielt? Dann sagt der, du warst am Anfang so unglaublich langsam. Du hast so nach dem Text gesucht, du hast sogar einmal mich angeguckt. Da habe ich mir dann auch das Textbuch, ich habe das dann so genommen, das Textbuch von ihm genommen, habe gesagt, was steht denn da und so, und habe quasi den Text mir so abgelesen. Bis ich rausgefunden habe, dass das erste Bier, da haben sie mir ein scharfes rein. Also ein helles. Und das habe ich geäxt und da war ich natürlich am Anfang wirklich ein bisschen langsam in der Birne. Also selbst beim Spielen sollte man nicht zu viel saufen. Ja, das ist wie so oft im Leben. Gibt's das noch irgendwo? Trittst du damit noch auf oder ist das Teil der Vergangenheit? Das ist jetzt Teil der Vergangenheit. Es gab zwar so ein paar Anfragen, aber irgendwie, jetzt bin ich ja doch Mitte 40. Ein Mitte 40-Jähriger, der in Unterhose auf der Bühne steht und sich mit Bier beschüttet, so. Ich glaube, ich habe mich jetzt genug ausgetobt. Aber mal schauen. Gut, dann sehen wir dich also erstmal nicht in Unterhose auf der Bühne, aber dafür aber bei den Bergrettern und mal sehen, wie oft und wie lang. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich freue mich, dass du zu Gast war in der Web-Talk-Show. Markus Brandl, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Geduld. Es hat gedauert, bis das WLAN klar da war. Gar kein Problem. Du hast jetzt noch eine schöne Gelegenheit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon immer mal sagen wolltest. Du hast aber noch ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken, was du uns da heute mit auf den Weg geben willst. Für euch da draußen gilt, werdet bloß nicht alt. Und ich meine es gar nicht körperlich, ich meine im Kopf. Ja, diese ganzen Sachen, die man dann so nicht mehr hören will, weil man das nicht kennt oder nicht versteht. Wir haben all das Wissen im Internet und wenn wir das Glück haben, das auch nutzen zu können, googelt doch einfach mal. Wenn ihr irgendwas nicht kennt, googelt doch einfach mal dieses TikTok, von dem die Leute so viel reden. Wenn ihr das noch nicht kennt, einfach mal googeln, was das ist. Das ist gar nicht so schwer. Ich glaube, Leute hätten früher immens viel gegeben, wenn sie diese Informationsmöglichkeiten gehabt hätten, die wir haben. Wir sehen uns morgen, jeden Abend zur Web-Talk-Show. Mein Name ist Nico Gutier und jetzt die heutigen Abschlussworte von Markus Brandl. Bis dann. Ein dickes Dankeschön an alle Bergretter-Fans. Euer Feedback, eure Nachrichten sind uns total wichtig. Wir lesen das, wir nehmen das wahr. Ihr seid die besten Fans auf der ganzen Welt. Ich kriege manchmal Nachrichten, wo ich um Rat gebeten werde. Da will ich mir nicht anmaßen, immer Ratschläge zu erteilen. Nichtsdestotrotz möchte ich heute etwas mitgeben, wie ich so ein bisschen im Leben gemacht habe. Jetzt bin ich so in einem Alter, wo man das machen kann. Wenn es irgendwas gibt, was ihr unbedingt machen wollt, probiert es einfach. Auch wenn ihr scheitert, auch wenn es nicht klappt. Aber ihr könnt euch wenigstens nicht vorwerfen, es nicht probiert zu haben. In diesem Sinne, alles Gute, liebe Grüße, der Markus. Servus.